Seit Jahren Single, Paco Herb dementiert Liebe zu Jelis Kok. Was Ernstes war es für Paco Herb offenbar nicht. Im vergangenen Jahr hatte der einstige Love Island-Gewinner neben Jelis Kok, 29, an Kampf der Reality Stars teilgenommen. Während der Dreharbeiten hatte es mächtig zwischen den beiden geknistert. Und auch danach hatten sie viel Zeit zusammen verbracht. Das Ganze war jedoch nur von kurzer Dauer. Und für Paco war es zudem offenbar ohnehin nicht von Bedeutung. Ende August wird der Bo in der neuen Staffel Are You The One? Reality Stars in Love zu sehen sein. In seinem dazugehörigen Steckbrief, den RTL veröffentlichte, gab er ein paar Details über sich preis. Ich bin seit 3,5 Jahren Single, aber da spalten sich die Meinungen. Für ihn war die Sache mit Jelis somit offenbar nicht mehr als ein Flirt. Er sei ohnehin nicht der Typ, der sich auf Frauen stürzt, es sei eher umgekehrt. Ende vergangenen Jahres hatte Paco sich im Netz immer wieder turtelnd mit Melissa D'Amelia, 27, gezeigt. Punkt. Doch auch das war wohl keine Beziehung für den Reality-TV-Star. Du lernst Menschen kennen, mal sehr intensiv, mal reicht es nur für eine kurze Zeit, hatte er via Instagram im Februar erklärt.